Hi Leute, grüß euch. Jo, heute wollen wir mal eine Treasure Hunt ballern. Ah, 20 ist mir fast zu viel. Machen wir mal, Leute. Machen wir noch 90 Cent den Treasure Hunt. Hier machen wir ein Battle, ein Gold Cup Battle. Jo, Leute. Und da ballern wir einen Goalie auf den 60er. Und da ballern wir einen Goalie. Oh, um 60er, schauen wir, ob er reinfedert. Wenn er reinfedert, blende ich gleich um. Hört das? 6 Euro. Aber wir wollen ein bisschen Surrounding angucken. Ja, der schon was gibt hier. Bimmelt da gleich das Around. Schauen wir, was uns reinbimmelt. Ah, rutschen ohne Ende, Leute. 66 Euro und 42 Euro am Gold Cup. Drei Spiele? Nee. Drüben haben wir wieder den 6er drin. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, Treasure Hunt und den rechten Gold Cup, der gerade gegeben hat. Treasure Island, Treasure Hunt war schon mal ein geiles Around. Und da möchte ich mal den Cup reinfedern sehen. Hier federt er schon das erste Mal. Kleingewinn. Oh, da gibt es da wieder ein Gebimmel. Da gibt es wieder ein Gebimmel. War kein Fünfer dabei, gell? Na. Ja, Leute, das nächste Projekt möchte ich kurz sagen. Möchte jetzt eigentlich noch ein bisschen geheim halten, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Das nächste Projekt ist jetzt hier. Auf der TR5-Kiste, Freunde, kommt jetzt das 300er Spielepaket drauf. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier auf die TR5-Mühle das Spielepaket mit 300 Spielen drauf zu ballern. Da sind dann wirklich alle Spiele dabei. Also da ist dann der beliebte Tizona dabei, der Captain Stack dabei, alles, was ich noch nicht auf der mittleren Kiste hier habe, ist dann alles hier drauf. Spielepaket mit 300 Spielen, Leute. Dann kann ich gesamte Spielo zeigen. Alles, was es gibt momentan. Das ist richtig cool. Mal schauen, wann ich es reinbaue. Erstmal muss ich es kaufen. Kostet natürlich auch eine Stange Geld, ja. Aber was macht man nicht alles für YouTube zocken? Aber ich sag's euch ehrlich, eher kaufe ich mir hier das 300er Paket, bevor ich die Kohle in der Spiele verzocke. Ich hätte gerne beim Gold Cup mal. Oh, da gibt es wirklich die ganze Zeit die Surrounding Wilds, Leute. Schon wieder ein mega Video für YouTube. Dauernd was zum Gucken, weil er ständig ballert. Sehr schön. Ja, was habe ich gesagt? Ich wollte gerne beide Pokale mal sehen oder drei Pokale. Habe ich noch nie gesehen beim Gold Cup eigentlich. Ich glaube, zwei habe ich mal gesehen. Na, da drüben haut er auch eine kleine Rutsche rein. Ja, zwei oder drei, zwei habe ich mal gesehen. Drei habe ich glaube ich nie gesehen. Ja, das erlaubt er schon wieder. Ja, was wollte ich sagen? Schon, jetzt sage ich es glaube ich zum dritten Mal. Also drei Pokale habe ich glaube ich nie gehabt. Ich glaube zwei habe ich mal gesehen. Das erlaubt er schon wieder. Bimmelt die ganze Zeit, Leute, so muss es sein. Ich
Ja Leute, lasst mal Abo, Like da, würde mich freuen. Ihr wisst ja, bei mir gibt es immer rund um die Uhr Gezocke, dauernd ohne Pause. Meine Spielu ist immer an und meine Automaten laufen durchgehend. War natürlich Spaß, meine Automaten laufen natürlich nicht durchgehend, die laufen nur dann, wenn ich sie hochfahre. Aber ich fahre sie eigentlich jeden Tag hoch und schaue, dass ich jeden Tag schöne Videos liefern kann, Leute. Oh, da haben wir einen drin. Was ist das? Ja, nichts Besonderes. Auch eine seltene Kombination, ne? In der Mitte der Surrounding und außen den Gold Cup. Hier rein. Da mag die Kappel. Die Freispiele beim Treasure Hunt sind ein bisschen komisch, aber macht ja nichts. Ja Leute, ich habe ja hier jetzt auch in der Mitte bei der Kiste habe ich ja auch mein Top Game drauf. Oh, hier ist interessant. Pferde. Eine 24er Rutsche, schön. Ich habe hier jetzt mein Top Game drauf, da kann ich jetzt die einzelnen Zahlen eingeben. Hier habe ich den. Und hier habe ich den mein Top Game Stecker. Ihr seht es. Hier kann man ja erkennen aus der Spielung. Hier kann man dann die Nummern ablesen, die brauchen wir dann hier vorne bloß mal eingeben bei My Top Game. Ne? Könnt ihr hier abspielen und eingeben. Ziemlich cool eigentlich. Ich fand am Anfang bei Top Game ziemlich beknackt, aber mittlerweile, wenn man die Nummer ein bisschen kennt, braucht man nicht dauernd die Spiele suchen, sondern man gibt sie einfach nur ein. Eigentlich ganz witzig. Wieder 5er drin hier. Jetzt ein Beispiel. Warum gibt die Kiste? Ja, macht er nicht. Beispiele sind auch beim Oha, hier haben wir zwei Cups drin, Leute. Schön. Ja, bei mir ist der Dauer-Content angesagt. Macht trotz Laune, wie gesagt, wenn ich den neue Spielepaket bekommen, dann geht es halt richtig ab, Leute. Eben hat er schon Rutsche gegeben, ja, jetzt gibt er gleich wieder Bälle, nicht schlecht. Strategisch gut. So, nochmal die Übersicht, Freunde, am Schluss vom Video. Was macht er jetzt? Naja, geht. Oh, zwei Cups. Rechts.
Ja Leute, Abo, Like, wie immer, ich freue mich, schaut weiter meine Videos. Bei mir gibt es komischerweise immer Gewinne, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber meine Kisten laufen einfach. Ihr wisst ja, es gibt verschiedene Spielmodi, das hatte ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, wer es bis zum Ende schaut. Es gibt vier verschiedene Spielstufen bei den modernen Kisten hier. Meistens ist die schlechteste eingestellt, aber vielleicht ist bei meinen Geräten ja die hohen Quoten eingestellt. Müsste ich mal nachschauen. Kann man machen, habe ich bis jetzt noch keinen Bock gehabt. Bei mir ist es eigentlich so reich, wie die laufen. Momentan. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier haben wir nochmal kleine Übersicht, Leute. Kriegen wir mal die Freispiele da. Gold Cups gehen jetzt schlafen. Ja, die machen auch Schluss. Dann das Video wieder rauf. Schön beim Treasure Hunt. Ganz viele Surrounding Wilds kamen rein. Dann wünsche ich euch alles Gute. Lasst es aber Like da. Ich knall weiter raus. Wenn euch mal Spiele einfallen, dann sagt mal Bescheid. Die werden wir immer spielen dann. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde.